im Rahmen von einem einzigartigen, generationenübergreifenden Projekt zwischen dem Alters- und Pflegeheim und dem Kindergarten im Schloss Acker sind in den letzten Wochen gemeinsam, also von Jung und Alt, zwei Wände grossflächig bemalt worden. Gemeinde TV Binnigen hat sich «The Wall», wie das Projekt heisst, angeschaut. Viele ältere Leute, die sind einsam, die sind allein, die haben viel Wissen und viel Energie und wissen aber gar nicht genau, wie sie die wollen, wo sie die können einsetzen können. Wie sie die können zum Leben bringen können. Und mit dem Generationenprojekt haben wir einen Weg gesucht, wo Kinder spielerisch sind, Ideen haben, unkompliziert einfach dahin spielen und machen und malen und dienen und das in Kontext bringen mit den Erfahrungen von älteren Leuten, das hier ein Zusammenspiel zu finden. Das war die Idee von dem Generationenprojekt hier, wo der Spitex Förderverein zusammen mit dem Kindergarten hier im Schloss Acker umsetzen wollte, bzw. umgesetzt hat. Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist ein gemeinsames Lachen, es ist ein gemeinsames Pinselheben, gemeinsam farbige Hände haben und es ist ein fließender, wunderschöner Prozess. Die beiden Initiantinnen haben ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben unten an der Wand gemalt und es war so ein schönes Zusammenspiel mit den Senioren und den Kindern. Und es war so schön, dass mit Art zu sehen, wie sie aufgehen, wie sie aufblühen beide miteinander, die Generationen. Und auch Leute, die mit dem Velo vorbeigefahren sind und angehalten haben. Und dann sind sie abgestiegen und haben zu mir gesagt, danke vielmals, dass du die graue Wand so viel Farbe reinkommt. Und jedes Mal, wenn sie durchfahren, müssen sie kurz anhalten und die Wand anschauen. Und jedes Mal entdeckt man wieder etwas mehr. Und auch eine Frau ist durchgefahren und hat angehalten und hat gesagt, jedes Mal, wenn sie da durchgeht, läuft oder fährt, wie auch immer, hat sie nachher ein Lächeln auf den Lippen. Und das ist eine mega schöne Rückmeldung gesehen. Wir haben einfach im Vorfeld mit meinen Teilnehmern, die im Wachen kommen, haben wir das besprochen, wie wir das uns vorstellen und was der Sinn und Zweck ist. Es war sehr bereichernd gesehen, habe ich gefunden. Also es ist wie die älteren Leute und die Kinder zusammen, gerade wie das harmoniert, wie so keine Hemmschwelle gesehen ist, das habe ich noch sehr eindrücklich gefunden. Durch Kunsttherapeutin sind spannende Unterschiede im Verhalten von Jung und Alt und zwischen Jung und Alt aufgefallen. Das hängt damit zusammen, dass wir älteren Leute schon sehr geformt sind. Wir haben ja gelernt zu funktionieren. In der Schule muss man es so machen und dann macht man es so. Und das stört eigentlich oder tut die Fantasie eigentlich eindämmen. Und die Kinder, die sind noch frei. Und wenn man die frei lässt, dann malen die so. Ich bin angerufen worden, ob ich da bei dem Generationenprojekt mitmache. Und ich finde es einfach eine schöne Sache, weil ich arbeite normalerweise, habe ich noch ein Mandat im Felix-Platter-Spital, wo ich demente Menschen betreue, also mit Malen betreue. Und da haben wir ein ähnliches Problem. Die kommen wieder zurück in diese kindliche Malerei. Und die Kinder haben es noch drauf, wenn man sie lässt. Der Verein Ökogemeinde Binnigen hat im Rahmen von seiner Mitgliederversammlung im Saal von der Paradieskirche den Ökopreis verliehen. Der geht an das Paar Selin und Clemens Stoll, die ihr Haus am Kirchweg mustergültig energetisch-ökologisch umgebaut haben, speziell auch mit einem neuen Dach mit Solarziegel. Nach der Versammlung und der Preisverleihung hat es ein Podium zur Vielschichtigkeit unserer Welt und zum Verhalten der Menschheit. Das Podium ist sehr gut angekommen und hat zudem spannende Ansätze geboten, wie die Erkenntnis, dass Massnahmen angesagt sind, seien die individuell als auch auf gesellschaftlicher Ebene.